besser manifestieren durch Kunst. In diesem Video geht es darum, wie dir visuelles Gestalten und Malen dabei helfen kann, dich noch stärker in ein Mindset der Dankbarkeit zu bringen, um das in dein Leben zu ziehen, was du dir wünschst. Hi, ich bin Vanessa, Freiheitsmalerin, Kunsttherapeutin und Expertin für kreative Persönlichkeitsentwicklung. In diesen Videos möchte ich dir zeigen, wie Kreativität dein Leben bereichern kann, heute in Form des Manifestierens und der Dankbarkeit. Vielleicht nutzt du diese Praxis für dich auch schon selber, vielleicht als Morgenroutine oder als Abendroutine, um den Tag abzuschließen. Viele von euch kennen sicherlich auch die Praxis der Vision Boards. Viele in meinem Bekanntenkreis haben das gerade zum Jahresbeginn gemacht, um sich das folgende Jahr schon einmal vorher zu visualisieren. Aber manifestieren und visualisieren kannst du das ganze Jahr über, egal für was. Alles, was du für diese Übung benötigst, ist das, was du in deiner Bastelschublade oder überhaupt in deiner Wohnung finden kannst. Alles, was deine Kreativität anregt. Alles, was dich einlädt zu gestalten. Zeitschriften, Farben, Stifte. Egal, was für Stifte. Ich habe hier auch noch Blattgold, Goldpuder. Vielleicht findest du Federn oder Blütenblätter. Alles, was dich einlädt zu gestalten. Wir beginnen mit einer kleinen Meditation, einer kleinen Achtsamkeitsübung, in der du erstmal dich wahrnimmst, deinen Körper wahrnimmst. Du kannst einmal deine Füße spüren, deine Beine, deine Oberschenkel, dein Gesäß, dein Unterleib, dein Bauch, deine Brust, deine Schultern, deine Arme, deine Hände, dein Hals, dein Gesicht und deinen ganzen Kopf. Spür, wie die Gedanken langsam ziehen, je mehr du bei dir ankommst, je mehr du im Moment ankommst, und wenn du magst, leg gerne deine Hände auf dein Herz. Lass ein Gefühl der Dankbarkeit in dir aufsteigen. Wenn du möchtest, kannst du hinter deinen geschlossenen Augenlidern oder wenn deine Augen offen sind, deine Augen einmal nach oben blicken lassen und dir der Verbindung zum Universum bewusst werden. Stell dir vor, wie das Universum in Form von Energie, in Form von Licht in dich hineinströmt, dein Herz strömt und diese Dankbarkeit verstärkt. Denk an diese eine Sache, die du manifestieren möchtest, und sei jetzt schon so dankbar für diese Sache, als wäre sie bereits eingetroffen, als wärst du jetzt gerade in der Zukunft und erlebst diese Sache. Lass diese Dankbarkeit in Form von Energie, in Form von Licht und auch in Form von Farbe in dein Herz strömen, in deinen Körper strömen. Du bist jetzt ganz erfüllt von dieser Energie, von dieser Dankbarkeit. Vielleicht spürst du, wie dein Herz ein bisschen größer zu werden scheint. Wie sich deine Energie verändert. Sei mit Leichtigkeit dankbar, denn das, was du dir wünschst, ist bereits da. Atme jeden Nachdruck und jedes Gefühl von Mangel einfach weg. Das brauchst du nicht. Es ist bereits alles da, was du brauchst. Stell dir dich selbst in dieser Zukunft vor, in der du gerade bist. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich, wenn du diese Sache tust oder in den Händen hältst, was auch immer du dir wünschst? Wo im Körper spürst du dieses Gefühl?
Welche Farbe hat dieses Gefühl? Welche Form? Wie bewegt es sich in dir drin? Stell dir vor, du atmest diese Farbe dieses Gefühls ein. Und mit jedem Atemzug wird dieses Gefühl noch stärker. Atme in dein Herz hinein. Und beginne, wenn du magst, schon vor deinem inneren Auge diese Farben der Dankbarkeit, diese Farben der Freude, diese Farben dieser Sache, die du dir wünschst, zu malen. Mach dich bereit, gleich aus deinem Herzen heraus zu malen. Gleich, wenn du beginnst zu malen, dann stell dir vor, wie dein Herz deine Hand führt. Alles, was wir hier machen, passiert aus der Intuition heraus. Es geht nicht darum, dass du dir in deinem Kopf jetzt ein Bild vorstellst, sondern dass du dich jetzt frei machst, dass deine Intuition durch dich fließen kann und du mit deinem Herzen gestaltest. Wenn du gleich die Augen öffnest und es sind nicht die Farben da, die du vor deinem inneren Auge gesehen hast, dann mach daraus einen meditativen Prozess. Mach daraus einen meditativen Prozess. Misch dir die Farben, die passend sind, nach und nach an und verbinde dich so immer mehr mit dem Gefühl der Dankbarkeit, mit dem Gefühl, das in dir während der Meditation entstanden ist. Du kannst aus dem gesamten Malprozess eine Meditation machen. Du kannst noch viel tiefer einsteigen in die Manifestation, das Gefühl der Dankbarkeit in dir noch viel stärker werden lassen, indem du mit jedem Pinselstrich innerlich das Wort Danke sagst. Spür, wie dieses Gefühl in dir immer stärker wird. Spür die Verbindung zwischen den Farben und deinem Gefühl. Lass dein Herz malen und spür, wie die Dankbarkeit in deinem Herzen immer stärker wird. Fühl hinein, wie du auf dem Blatt jetzt gerade schon diese Sache Realität werden lässt, in abstrakter Art und Weise. Spür mal, wie diese Farben und Formen, die du entstehen lässt, ein Abbild deines Gefühls sind und wie die Wechselwirkung mit dem Bild, das Betrachten des Bildes, während es entsteht, das Gefühl in dir noch stärker werden lässt. Als ob dich jemand anlächelt und plötzlich bist du auch glücklich. Und mach dir immer wieder bewusst, alles ist bereits vorhanden. Und vergiss nicht, dein Herz malt und nicht dein Kopf. Atme ganz ruhig beim Malen und tauche hinein in den Prozess. Genieße jeden Pinselstrich und genieße jeden Augenblick mit deinem Bild. Thank you.
Du kannst immer wieder innerlich beobachten und auch staunen, was auf dem Blatt entsteht. Es ist ein Wechselspiel aus bewussten Entscheidungen und ganz unbewusstem Handeln. Du überlegst dir vorher nicht, wo der nächste Pinselstrich genau hinkommt. Du machst ihn einfach ganz mutig und schaust dann, was entsteht. Lass dir Zeit für dein Bild. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Du hast alle Zeit der Welt. Vielleicht kommst du auch an einen Punkt in deinem Bild, wo du Lust hast, eine Collage daraus zu machen, etwas hineinzukleben, was dich anlächelt aus deinen Zeitschriften oder deinen vorbereiteten Schnipseln. Vielleicht möchtest du aber auch einfach im Ungegenständlichen, im abstrakten Malen bleiben. Vielleicht möchtest du einfach ein Bild malen, Farben miteinander harmonieren lassen. Schau mal, was dich anspricht auf deinem vorbereiteten Tisch. Schau, was in das Bild möchte. Du kannst mal jeden Gegenstand und jede Sache innerlich fragen, ob sie auf dein Bild möchte. Mach einen ganz achtsamen Prozess daraus. Spür immer wieder in dich hinein. Es gibt kein richtig und falsch. Handle nach deinem Gefühl. Das hier jetzt ist die beste Übung, das zu lernen. Deinem Herzen zu vertrauen und deinem Herzen zu folgen. Vielleicht fragst du dich, wann du merkst, wenn das Bild fertig ist. Das sagt dir dein Bild. Wenn du weiterhin auf dein Herz vertraust und in dein Herz hineinspürst, dann bist du irgendwann an dem Punkt angelangt, an dem du nicht mehr das Verlangen hast, etwas dem Bild hinzuzufügen. Dann strahlt das Bild eine Freude aus, löst eine Freude in dir aus. Du erfreust dich daran, das Bild anzuschauen. Und das Gefühl in dir, das Gefühl der Dankbarkeit wird beim Betrachten des Bildes noch stärker. Dann ist das Bild fertig. Nimm dir Zeit mit deinem Bild, meditiere mit deinem Bild, häng es irgendwo auf, mach dir einen Tee, schau es dir an und lass es in dich hineinstrahlen. Spür mal den Unterschied zwischen einer Meditation mit inneren Bildern nach so einem Prozess, wo du äußerlich ein Bild erschaffen hast, mit deinen eigenen Händen, mit deinem eigenen Herzen. Spür den Unterschied, wie es jetzt ist, dieses Bild zu betrachten und in dich hineinzuspüren, was es mit dir macht. Lass das Gefühl der Dankbarkeit jetzt unendlich groß werden. Und nun kann dich auch dein Bild jeden Tag daran erinnern, dass alles, was du dir wünschst, bereits Realität ist.
Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Nimm dir so viel Zeit mit deinem Bild und für dein Bild, wie du brauchst. Und wenn dir diese Übung gefallen hat und du noch mehr in dieser Art sehen möchtest, dann lass gerne einen Daumen hoch da und gib mir gerne dein Feedback in den Kommentaren. Ich freue mich, dich beim nächsten Mal zu sehen. Mach's gut. Ciao.